Willkommen zur 14. Folge von Stay Home and Drink Wine. Nein, heute ist nicht Schluss. Wir haben 14 Folgen gedreht. 14 Folgen sind heute im Kasten. Der Bart hat sich wunderbar entwickelt und wir werden aber trotzdem weitermachen. Wir werden euch trotzdem weiter in die Welt des Weines, in unsere Welt einführen, mitnehmen und euch weiterhin Dinge zeigen, die uns beschäftigen. Und wir freuen uns auf euch, dass ihr uns weiter begleitet. Heute wollen wir über das Thema VDP sprechen und über das Thema VDP-Klassifikation. Die meisten von euch werden wissen, dass wir VDP-Mitglied sind. An der Nahe gibt es nur 9 VDP-Weingüter. In ganz Deutschland gibt es nur 200, also ein sehr exklusiver Kreis. Im Grunde sind es 1% der deutschen Winzerschaft, sind VDP-Winzer. Was ist der VDP? Der VDP ist der Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Es ist ein Verband, der mittlerweile über 100 Jahre alt ist, der älteste Qualitätsvereinigung für Wein in der Welt. Der VDP ist ein Kreis von eben 200 Weingütern, die sich sehr strengen und straffen Qualitätskriterien untergeordnet haben. Mit dem obersten Ziel Herkunft und Qualität. Und was Sie als Kunde wissen, ist, dass wenn das VDP-Siegel, der VDP-Adler, dieser Traubenadler auf der Kapsel ist, dass die Weine aus den Weinbergen des Weinguts kommen. Jetzt sagen Sie, das ist ja selbstverständlich. Nein, das ist es nicht. Es ist was Besonderes, dass Weine aus den eigenen Weingärten kommen, aus den eigenen Weinbergen kommen. Über 80% des deutschen Weins sind Kellereiwaren, sind Weine, die zugekauft sind. Und das ist wirklich was Besonderes, dass der Winzer selber die Weinberge bewirtschaftet und den Wein eben selber ausbaut. Das seht ihr an dem VDP-Logo. Mit dem VDP-Logo könnt ihr zu dem Winzer fahren, könnt hier nach Wallhausen kommen, könnt sagen, Felix, wo ist der Wein gewachsen? Wir setzen uns ins Auto, fahren in den Weinberg und ich zeige euch, wo der jeweilige Wein gewachsen ist. Das ist speziell, das ist besonders. Der VDP hat sich viele, viele Kriterien auferlegt. Ein großes ist die Mengenreduzierung, um eben für die höherwertigen Weine noch mehr Qualität, noch mehr Intensität, noch mehr Charakter zu bekommen. Es fängt schon unten an im Einstieg bei den VDP-Gutsweinen. Dürfen wir maximal eben auf den ganzen Betrieb 7.500 Liter auf dem Hektar ernten. Deutscher Durchschnitt ist über 10.000 Liter. Im Wein gilt das Menge-Güte-Gesetz. Desto höher die Menge, desto niedriger die Qualität. Sprich, desto weniger Menge, umso höher die Qualität. Und das ist, worauf wir unter anderem achten. Viele andere Themen spielen mit rein. Traditionelle Rebsorten, die wir ausbauen in den richtigen Lagen, die richtigen Rebsorten. Blindverkostungen, Fortbildung, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Alles nachzulesen, sehr gut auf der VDP-Website, vdp.de. Gerade letztes Jahr neu aufgelegt, gibt es viele gute Informationen drauf. Die Pyramide, wie schon erwähnt, fängt an bei den Gutsweinen, geht dann über die Ortsweine. Da sieht man schon die Böden, kann man die Böden schmecken, die Herkunft schmecken. Da weiß man, der Wein kommt nur aus der jeweiligen Gemarkung des Ortes. In diesem Fall der Binger Riesling. Die nächsthöhere Stufe sind die ersten Lagen. Die ersten Lagen sind schon hochklassige Rebsorten. Sehr spezielle Lagen, sehr spezielle Böden. Meist in unserem Fall sowieso Steillagen. Hier haben wir jetzt die Dahlberger Ritterhölle, die Sommerlocher Steinrosse, Lieblingsweinberg eigentlich meiner Frau, ist auch eine erste Lage. Hier an der Nahe ist es so, dass wir nur Riesling aus Lagen ausbauen. Ausschließlich Riesling, weil wir sagen, nur Riesling bringt wirklich die weltweit beste Qualität hier und das in den besten Lagen der Nahe. So, und ganz oben haben wir jetzt das Felseneck, einer unserer 4 VDP-großen Lagen.
Das ist dann wirklich die Spitze vom Eisberg. Das sind wirklich die Spitzenlagen in Deutschland und in der Welt. Unser Scharlachberg zum Beispiel ist schon vor 100, 120 Jahren auf allen berühmten Weinkarten dieser Welt erwähnt, weil es sich bei diesen Lagen eben auch historisch um wirklich bedeutende Lagen handelt. Schon in der Geschichte sieht man die meisten VDP-großen Lagen gekennzeichnet. Und das ist wirklich, wo wir maximal 5000 Liter am Hektar ernten dürfen. Hier und hier ist es sowieso Handlese vorgeschrieben. Steillagen, sehr viel Handarbeit. Der Wein darf erst ein Jahr nach der Lese vermarktet werden. In unserem Fall ist es so, dass die großen Gewächse erst nach 3 Jahren nach der Ernte verkauft werden. Die ersten Lagen erst nach 2 Jahren, 2,5 Jahren. Und dann der Ortswein nach einem Jahr und der Gutsriesling eben nach einem halben Jahr ungefähr. Weil wir eben sagen, auch die Spitzenweine brauchen Reife, brauchen ein längeres Lager im Fass, auf der Flasche, bevor sie dann zum Kunden gehen. Das ist wirklich die Spitze des Eisbergs. Und das zeigt einfach wirklich das, was auch weltweit wichtig ist. Die Lage ist wirklich der König. Die Lage ist das Wichtigste, was wir haben. Das ist das Fundament, auf dem jeder VDP-Betrieb aufbaut. Deswegen ist ein großartiges Lagenportfolio auch eine der Bedingungen, VDP-Winzer zu sein. Ja, ich habe heute keinen Wein mitgebracht. Wir sind in der Karwoche angekommen. Deswegen gibt es heute keinen Wein. Nächste Woche dann wieder am Ostermontag abends um 20.30 Uhr haben wir unser Live-Wine-Tasting, unsere Live-Weinprobe zu Hause. Schalten Sie ein, wir verkosten 6 Weine, 1 Sekt, 5 Weine an dem Abend. Sie können live dabei sein. Viele, viele von euch haben ein Paket bestellt, dafür danken wir euch sehr. Wir wünschen euch eine gute Karwoche, gesegnet Ostern, falls wir uns nicht mehr sehen. Alles Gute euch, euer Felix.